So brutal sind Asterix und Obelix tatsächlich. Die sympathischen Prügelgallier begeistern groß und klein seit Jahrzehnten. Aber wie schwerwiegend sind eigentlich die Verletzungen, die sie ihren Gegnern zufügen? Das haben sich ein paar Neurochirurgen der Uni Düsseldorf angeschaut und dafür gut 700 Kopfverletzungen aus über 30 Asterix-Bänden untersucht. Ergebnis: Jeder zweite Fall ist ein schweres Schädel-Hirntrauma. Viele der Opfer leiden danach unter Bewusstseinsstörungen und es gibt auch massig Anzeichen für Schädelbasisbrüche. Außerdem sieht man ganz häufig, dass die Zunge so seitlich aus dem Mund raushängt, was darauf hindeutet, dass ein ganz bestimmter Hirnnerv verletzt wurde. Die Forscher haben das bei gut einem Viertel der Fälle festgestellt. Aber natürlich stirbt in den Comics niemand und auch dauerhafte neurologische Schäden konnten die Ärzte jetzt nicht ausmachen. Ein möglicher Grund dafür ist, dass die Opfer überwiegend an der Stirn getroffen werden, was typischerweise geringere Schäden nach sich zieht als Schläge auf den Hinterkopf. Die Ärzte schreiben aber auch, dass alle Comic-Opfer nur für sehr kurze Zeit zu sehen sind. Im echten Leben könnten solche Verletzungen langfristige Folgen haben und im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Deswegen haut euch nicht auf den Kopf, sondern lieber auf den Abo-Button beim Teutates.